Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. In dieser dritten Season geht es um die Begegnung von Orient und Okzident in der Literatur. Woher kommen überhaupt die Namen Orient und Okzident? Okzident, ein lateinisches Wort, kommt von occidere, untergehen, das ist die Region der damals bekannten, in der Antike bekannten Welt, wo die Sonne untergeht. Im 16. Jahrhundert hat ein Theologe dafür den Namen Abendland geprägt und hat den Westen der bekannten Welt damit bezeichnen wollen. Ein anderer Begriff für diesen Okzident ist Europa. Nach der griechischen Sage, in der Göttervater Zeus eine phönizische Königstochter entführt nach Kreta in Gestalt eines Stiers. Das ist eine ganz, ganz bekannte Sage und begründet sozusagen Mythos, im Mythos unsere abendländische Geschichte. Seit der Spätantike gilt dieser Okzident als christlich geprägt, vorwiegend christlich geprägt. Und ihm steht dann ab dem 8. Jahrhundert der sogenannte Orient gegenüber. Dort, lateinisch Orient, wo die Sonne aufgeht, das Morgenland, dort wird sich dann ab dem 7. Jahrhundert der Islam auch festsetzen und eine ganz andere Kultur entwickeln, als wir sie hier im Westen kennen. Der Orient hieß bei den Griechen Anatolei, Anatolien. Die Spanier, Italiener haben dieses Gebiet Levante genannt, von Levare, wo aufgehen, wo die Sonne aufgeht, und das östliche Mittelmeer haben sie damit gemeint. Heute meint man mit Orient den vorderen Orient, den Nahen Osten, die arabisch-islamische Welt in der Türkei, im Iran bis hinein nach Afghanistan. Aber in dieser Season meinen wir damit auch Spanien, das arabische Andalusien, wie es bis ins 15. Jahrhundert von den muslimischen Arabern und Berbern geprägt wurde. Und diese Begegnung zwischen Orient und Okzident hat sich immer wieder niedergeschlagen in literarischen Werken. Und diese literarischen Werke sind, wie gesagt, nicht anders vorzustellen, ohne den geschichtlichen Hintergrund, der sie geprägt hat. Deswegen muss ich als erstes in dieser Sitzung einen kurzen, und zwar sehr kurzen Abriss der Begegnung zwischen Ost und West geben, zwischen Orient und Okzident, wie er dann für die Literatur ganz wichtig geworden ist und uns Leser auch begegnet ist. Bevor ich damit beginne, es beginnt in der Antike, muss ich auf ein Buch zu sprechen kommen, das 1978 erschienen ist unter dem Begriff Orientalismus. Dieses Buch hat ein Literaturtheoretiker geschrieben namens Edward Said, ein Palästinenser, palästinensischer Herkunft, der 2003 in New York gestorben ist. Und er hat dieses Buch geschrieben und Furore damit gemacht, weil er dem Westen und Europa, und ich denke zu Recht, vorgeworfen hat, dass sie Kulturen, die auch höchst unterschiedlich sind, nur unter dem Blickwinkel Orientalismus begreifen und dabei ein Wissenssystem entwickelt haben über den Orient, das rein als Instrument für eine imperialistische und kolonialistische Haltung hermachen muss.
Dieser Orientalismus belege immer wieder das Überlegenheitsgefühl der westlichen Kulturen seit dem 19. Jahrhundert. Und er hat das angeprangert und in Frage gestellt. Und diese Debatte spielt bis in unsere jetzige Zeit hinein. Wir werden darauf auch in dieser Season dann zu sprechen, genau noch mal genauer eingehen. So, also hier ist ein kurzer geschichtlicher Abriss der Begegnung zwischen Ost und West, und er beginnt in der Antike im 5. vorchristlichen Jahrhundert, als die Perser mit der Dynastie der Achämeniden Raum greifen werden, den gesamten Vorderen Orient erobern und bis nach Griechenland hinein ihre Eroberungszüge machen. Sie werden zurückgeschlagen von den Griechen. Berühmt sind die Schlachten bei Salamis und die Marathon geworden. Und diese Kriege haben ihren literarischen Ausdruck gefunden in Äschylos' Die Perser, ein Stück, das wir uns das nächste Mal genau anschauen werden. Ein Jahrhundert später, im 4. vorchristlichen Jahrhundert, wird Alexander der Große den Vorderen Orient erobern, inklusive Ägypten, bis hinein nach Afghanistan. Und er wird die griechische Kultur nun nach Osten bringen und diesen Kulturraum auch entscheidend mitprägen. Und andererseits werden die dort ansässigen Griechen sehr viel vom Osten übernehmen. Sehr viel wird dann auch in ihre griechische, vorderasiatische Kultur eingehen und über Umwegen dann auch in Europa ankommen. Nach Alexanders Tod zerfällt dieses Riesenreich und der Orient gerät wieder immer mehr unter persischen Einfluss. Das ist die große Dynastie der Sassaniden, die vom 3. nachchristlichen Jahrhundert bis zum Beginn des Islam im 7. nachchristlichen Jahrhundert dieses ganze Gebiet beherrschen, starke Gegner des Römischen Reiches sind und Anhänger Zarathustras, also sogenannte Zoroastrier. Im 7. Jahrhundert entsteht ihnen ein starker Gegner, die arabischen Clans, die zum Islam übergetreten sind und nun in einen riesen Eroberungszügen, die zum Teil aber sehr, sehr friedlich ausgesehen haben, ein Riesenreich erobern, was bis nach Afghanistan hineinreicht und im Westen bis nach Marokko. Schließlich wird diese muslimischen Bereich sogar bis nach Spanien, weit nach Spanien hinein reichen. Und es kommt daher, dass die ursprünglichen arabischen Clans eine Dynastie gestellt hat, die sogenannten Umayyaden. Und diese arabischen Umayyaden-Dynastie wird im 8. Jahrhundert um 750 von persisch geprägten, einer persisch geprägten Dynastie abgelöst, den sogenannten Abbasiden. Und nun müssen diese alten arabischen Familien flüchten, und sie flüchten nun nach Westen, nach Nordafrika, und setzen von Nordafrika mit Hilfe der Berber nach Spanien über, sodass wir im Mittelalter eine Konfrontation haben zwischen der alten arabisch-berberisch geprägten muslimischen Kultur in Spanien und andererseits der viele Jahrhunderte währenden persisch geprägten Islam im Vorderen Orient. Das ist, muss man wissen, wenn man dann die Literatur der Zeit sich genauer anschaut. Wir haben im Vorderen Orient, in Persien, werden zwei große Erzählsammlungen stehen, um 1000, nämlich einmal 1000 und eine Nacht wird aufgeschrieben werden
und das persische Geschichtensammlung, das Schachnameh. In Spanien andererseits haben wir dann eine sehr interessante arabische islamische Lyrik, die wiederum Auswirkungen hat auf die europäische Literatur, denn die christlichen Ritter, die nun in der sogenannten Reconquista versuchen, Spanien für die Christen zurückzuerobern, treffen auf diese hochgebildeten Araber, die auch stark berberisch beeinflusst sind, lernen ihre Kultur kennen, ihre Lyrik kennen, und das wird ihre eigene Literatur auch ganz entscheidend prägen. Und damit werden wir uns beschäftigen, wenn wir uns mit der einen kurzen Blick auf die Troubadour-Lyrik des Abendlandes werfen werden. Diese große Zusammensein von Arabern, Berbern, Juden und Christen in Spanien führt zu dem, was man auch eine interreligiöse Utopie genannt hat, nämlich viele Jahrzehnte, ja fast Jahrhunderte eines relativ friedlichen Beisammenseins, Nebeneinanderherlebens in Spanien. Es hat immer wieder Übergriffe gegeben, immer wieder Pogrome und kleine Kriege und Überfälle, aber doch war diese Zeit von einer relativ großen religiösen Toleranz geprägt worden. Das endet, als 1492 Granada von den Christen erobert wird und die Muslime endgültig aus Spanien vertrieben werden. Europa wird dann in den folgenden Jahrhunderten bis ins 19. Jahrhundert hinein immer weiter attackiert, von im westlichen Mittelmeer, aber bis hinauf nach Nordeuropa von Piraten aus dem Mittelmeer, die vor allem aus Algerien und Marokko kommen, die Überfälle machen auf die Küsten Frankreichs, aber auch Englands bis ins 19. Jahrhundert hinein. Und unsere Angst vor den muslimischen Piraten prägt. Wir finden wie gesagt, Spuren dieser Auseinandersetzung, dieser kriegerischen Auseinandersetzung in Spanien, auch in den nicht nur in der Troubadour-Lyrik, sondern auch in den Heldenliedern der Zeit, im Rolandslied und im Lied von El Cid, das wir uns auch in zwei Sitzungen, die wir uns auch in zwei Sitzungen genauer anschauen wollen. Was den Vorderen Orient angeht, das Heilige Land, dort kommt es zu einer anderen Entwicklung. Dort werden die Turkvölker präsent, sie setzen sich fest, erobern das Heilige Land, und es beginnt die Zeit der Kreuzzüge ab dem 11. Jahrhundert. Diese Kreuzzüge, die bis ins 13. Jahrhundert hineinreichen und den europäischen Adel wieder mit der orientalischen Kultur des Vorderen Orients in Kontakt bringen. Und wir lernen wieder sehr viel in diesem Kontakt. Wir übernehmen sehr viele Kulturangebote von dort. Das indisch-arabische Rechnen wird von dort kommen. Aber wir werden auch von den Arabern die Herstellung des Papiers lernen. Und das ist nun einmal ganz wichtig, wenn man Bücher schreiben will. Und wenn dann später der Buchdruck kommt, dann kann der nur zu Massenware werden, wenn man die Papierherstellung beherrscht. 1453 erobert Mehmed II. Konstantinopel und macht aus der Hagia Sophia eine Moschee, so wie sie heute eben auch wieder eine Moschee geworden ist unter Erdogan. In den folgenden Jahrhunderten kommt es zu einem Großreich, das von den Türken beherrscht wird, zum Osmanischen Reich. Und dieses Osmanische Reich reicht bis ins 20. Jahrhundert, bis nach den Ersten Weltkrieg hinein, beherrscht gigantisch große Gebiete
und hat einen entscheidenden Gegner, nämlich Iran, Persien. Denn nun in der Neuzeit haben wir sozusagen drei Pole, die für unsere Diskussion hier wichtig werden. Einmal eben Europa, was sich jetzt rein christlich versteht, und zum anderen das Osmanische Reich, was regiert wird von sunnitischen Herrschern, und andererseits das Reich der Perser unter der Dynastie der Safawiden, beginnend mit Schah Abbas I., was schiitisch geprägt ist. Also die alte Spaltung des Islam in Sunniten und Schiiten, die schon im 7. Jahrhundert beginnt, findet hier nun ihre stärkste Ausprägung und führt zu großen Gegnerschaften im Orient. Und das bewirkt nun Folgendes, dass zum einen das Osmanische Reich nach Europa ausgreift, es kommt zu Eroberungszügen der Türken, die bis nach Ungarn reichen und eben bis vor Wien, wo sie dann 1683 zurückgeschlagen werden. Und andererseits findet eine Annäherung der europäischen Fürstenhöfe und Königshöfe an Persien statt, weil Persien ist der natürliche Gegner der Osmanen und da kommt es zu ganz erstaunlichen Koalitionen zwischen Europa und Persien. Nach 1683 befriedet sich ein wenig die Beziehung zwischen dem Osmanischen Reich und den europäischen Ländern. Es kommt zu einer Annäherung und zu einem großen Interesse, das das Abendland nun an diesem Osmanischen Reich entwickelt. Man findet vor allem im Zeitalter der Aufklärung, das ein sehr, sehr libertinäres Zeitalter gewesen ist. Man findet den Harem so spannend und da gibt es dann eben auch Reiseberichte, die Szenen im Harem schildern. Einen ganz berühmten werden wir uns anschauen, nämlich den Reisebericht der Lady Montagu Anfang des 18. Jahrhunderts, der schildert, wie sie bis nach Istanbul reist und dort im Harem eine Haremsdame begegnet. In diese Zeit fallen dann auch literarische Zeugnisse wie Lessings Nathan der Weise. Und es ist die Zeit, wo Goethe einen westöstlichen Divan schreibt, wo man einfach nun anfängt, auch die große Literatur zu rezipieren, die der Osten zu bieten hat. Begonnen hat es schon im 17. Jahrhundert mit der Übernahme der Übersetzung von Tausend und einer Nacht in europäische Sprachen. Und das setzt sich fort bis dann Ende des 19. Jahrhunderts, im Zeitalter der Industrialisierung, der imperialistische Trieb unserer europäischen Staaten überhand nehmen wird. Unsere Technik wird so martialisch werden, dass wir, und da sind in erster Linie die Briten und die Franzosen zu nennen, viele, viele Gebiete im Vorderen Orient, ja, Afrika natürlich auch, aber das steht jetzt hier im Moment nicht zur Debatte, indem diese Kulturen diese Gebiete erobern. Und wir Europäer entwickeln ein Überlegenheitsgefühl, eine Arroganz gegenüber diesen von uns besiegten Völkern und einen spezifischen Blick auf diese Kulturen, der sehr stark von Überheblichkeit geprägt ist. Das, was Edward Said eben auch als Orientalismus angeprangert hat und zu Recht angeprangert hat, wie ich meine. Dieses Überlegenheitsgefühl, was bis heute ja noch in gewissen Kreisen zu spüren ist in Europa, erfährt dann einen Dämpfer nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem
Diese viele Länder in diesem Orient beginnen sich von den Kolonialmächten zu lösen. Und es entsteht etwas ganz Erstaunliches, was wir Europäer noch Ende des 20. Jahrhunderts kaum für möglich gehalten hätten, nämlich die Rückkehr der Religionen. Auf einmal verstehen sich Völker, Kulturen im Vorderen Orient, Afrika und so weiter, verstehen sich als religiös geprägte Kulturen, und zwar als religiös geprägte Kulturen, die auch eine stark aggressive Note gegen diesen Kolonialvölker entwickeln. Und im Gegenzug entwickeln wir Abendländer immer mehr unsere Identität als christliche Abendländer. Wir entdecken unsere christlichen Werte, und es kommt zu einer harten Konfrontation Anfang des 21. Jahrhunderts zwischen Ost und West, zwischen Islam und Christentum, eine Konfrontation, die noch heute spürbar ist. Eine Angst geht um in Europa. Im 19. Jahrhundert war es die Angst vom Kommunismus, auch im 20. Jetzt ist es die Angst Europas vor einer Islamisierung. Und diese Angst wird vor allem von rechten Kreisen in Europa geschürt und hat unter anderem ihren sehr humoristischen Niederschlag in einem Roman gefunden, nämlich in Houellebecqs Unterwerfung. Und mit diesem Roman, den wir uns im Juli 2021 genauer anschauen werden, wollen wir dann diese dritte Season beenden, in der es um eine Begegnung zwischen Ost und West in der Literatur geht.